Schiff. Ja, guten Morgen, liebe Motorradfreunde. Ein Schiff wird kommen. Hier sind Volker und Dietmar vom Motorradtest.de und wir testen heute für euch die Indian Pursuit Dark Horse. Und also ganz ehrlich, wir haben beide die Hosen gestrichen voll. Weil ihr könnt schon sehen, das ist eine Menge Motorrad. Eigentlich fehlen da zwei Räder, oder? Ganz Besonderes heute. Ja, die Maschine steht hier bei Powersport Nord in Appen bei Pinneberg bei Hamburg als Vorführer tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Jörg damit jetzt jeden fahren lässt irgendwie, aber Kaufinteressenten natürlich schon. Und also es ist wirklich etwas ganz Besonderes, muss man ganz klar sagen. Ich habe auch total Bock, also ich freue mich super auf den Test heute. Bin sehr gespannt, wie die sich fährt. Straßen sind noch nicht so schön, die sind noch feucht und nass. Ja, bis wir loskommen, geht das ich aber. Ich hoffe es, ne? Sollte genau. Trocken sein. Genau, diese Maschine gibt es seit 2022, glaube ich. Das ist natürlich hier das aktuelle 24er Modell. Kostet 35.800 Euro und gibt es in drei Farben. Wir haben hier die schwarze Variante, dann gibt es auch noch eine graue und eine blaue. Ich finde die in Schwarz eigentlich sehr schick, muss ich sagen. Und Dark Horse heißt bei Indien ja immer, dass der Motor nicht silber ist wie normal, sondern halt so dunkel. Halt schwarz, ne? Und das ist genau hier halt der Fall. Ja, das ist, was ist denn das überhaupt? Das ist, ja, es ist eigentlich kein echter Bagger, es ist eigentlich eher ein Tourer. Also, ich finde, es ist ein reiner Tourer. Es ist ein Tourer, ja. Ich meine, es gibt ja auch die Challenger, Indian Challenger, das ist ein Bagger, da fehlt dann halt hier der Aufsatz hinten. Top Case. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein Tourer und Jörg hier, der Inhaber von Powersport Nord, hat eben auch gesagt, das ist ein Motorrad, mit dem kannst du irgendwie mal eben schnell nach Dänemark einen Hotdog essen. Ja, genau. Und so sieht sie irgendwie auch aus, finde ich. Ja, was sagt Indien selbst zu diesem Berg von einem Motorrad? American V-Twin Touring auf dem neuesten Stand. Die nächste Generation amerikanischer Touring Performance mit entsprechend offensivem Blackout Finish. Ja, und Leute, ihr müsst mal gucken bei YouTube, müsst ihr mal suchen, King of Baggers. Da werdet ihr sehen, dass mit diesen Motorrädern in Amerika Rennen gefahren werden. Und nicht zu knapp. Ja, ich glaube, das sind Harleys und Indians. Ja, hauptsächlich, ne? Ja, ich weiß nicht, ob da noch andere dabei sind. Ich glaube, BMW ist jetzt auch schon dabei. BMW auch vielleicht, genau. Auf jeden Fall hat hier die Indian, ich glaube, eine Challenger hat da irgendwie das letzte King of Baggers irgendwie gewonnen. Also das ist echt irre. Gut, wir werden jetzt heute hier nicht so sportlich fahren. Nein. Wir werden mehr so die gemütliche Tour machen. Ganz ruhig. Alles erzählen zur Indian Pursuit Dark Horse, was ihr wissen müsst. Das Ganze dauert gute halbe Stunde. Ja, ich würde mal plus heute 40 Minuten. Wir wollen nachher noch mal sehen, ob es auf die Autobahn kommt. Auf die Autobahn fahren wir auf jeden Fall. Genau. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck gestellt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Test und schon geht das. Los! Abmessungen der Indian Pursuit. Tja. Guck mal, hier die ganzen Pilze, die müssen wir gleich mal zeigen. Ist total geil. Pilze. Alter, du sollst es doch gemütlich machen. Ja, Länge. Ja. Jetzt schon? 2,61 Meter. Ja. Oh. Sitzhöhe 67 cm. Zum Glück. Radstand, Leute, haltet euch fest. 1,67 Meter. Das ist echt das mit Abstand größte Motorrad, was wir je getestet haben. Ist es, ne? Du hast die Länge noch gar nicht gesagt. Sag mal die Länge. Jetzt habe ich doch schon Länge. Ja? Sicher, Länge 2,61 hätte ich schon am Anfang. Ach so. Hast du schon diese riesen Surfbretter ausgeklappt? Ja, habe ich schon. Klappt? Ja, Trittbretter für Fahrer und Beifahrer. 16 Kilogramm und Leute, jetzt wird es richtig heftig. Gesamt 628. Didi, warte mal eben. Warte mal, lass mal.
628. Ist eigentlich schon das Brett hier unten? War das schon unten? Ja. War das nicht schon unten? Das hast du wieder hochgeklappt. Oh. Ja, das ist natürlich geil, ne? Ein Sofa, wirklich. Mach doch mal die Anlage an. Ein Sofa. Bruce Springsteen. Also hier hinten kann man es richtig gut aushalten, finde ich. Born in the USA. Wunder. Ja. Mach mal so eine Lenkerposition, wie du fahren würdest. Mit beiden Händen am Lenker. Achso, ja, ich habe ein Mikro. Jetzt sitzt du doch gar nicht. So. Genau. Also da hast du jetzt hinten auch richtig gut Platz. Und vor allem, das angenehm ist, du kannst die Ellbogen hier noch so schön auf den Seitenlehnen ablegen. Also das finde ich richtig. Steigst du jetzt ab? Dann musst du vorher Bescheid sagen. Didi, pass auf, ich steig. Ja. Steig da einfach ab, ey. Mann. Ja, Leute, also das ist echt, also das ist alleine schon das... ist irgendwie ein Grund, sich die Maschine zu kaufen, finde ich. Also, grenzwertig. Wahnsinn. So, Cockpit und Bedienung der Indian Pursuit. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Hier gibt es wirklich unheimlich viele Funktionen, unheimlich viele Knöpfe, unheimlich viel zu sehen. Wir zeigen nicht alles, aber so ein paar wesentliche Dinge wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hier die Knöpfe, Anlasser, Killswitch, das ist die Zündung, das ist der Tempomat, der ist hier auch in Serie. Und dann vielleicht zeigst du mal das Windschild, das kann man hier elektronisch verstellen. Elektrisch. Es gibt übrigens drei unterschiedliche Größen bei den Windschildern. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sich da auch eine aussuchen bei der Bestellung der Maschine. Keine Ahnung, das ist jetzt wahrscheinlich die mittelgroße. Hier links haben wir dann die Hupe, Lichtsteuerung, also hier Fernlicht, Lichthupe, Blinker, Warnblinkanlage. Und das hier ist zur Steuerung des Smartphones, Musik. Und hier kann man auch noch ein bisschen rauf und runter skippen. Dann gibt es noch zwei Schalter hinter den Gehäusen jeweils. Damit kann man hier diesen Screen bedienen. Das Cockpit besteht aus mehreren Elementen. Wir haben zwei analoge Instrumente, schön klassisch für Drehzahl und Geschwindigkeit. Jeweils mit einem eigenen LCD-Display auch noch. Da sieht man zum Beispiel hier die Fuel Range, also die Restreichweite. Und in der Mitte dann hier dieses 7 Zoll große, dieser 7 Zoll große TFT-Farb-Touch. Screen, also kann man drauf rumsemmeln. Es gibt aber auch noch hier, das finde ich ganz gut, es gibt hier auch so Tasten noch, also haptische Tasten, wenn man da nicht auf dem Screen rumdaddeln will. Ich glaube, mit Handschuhen ist das auch ein bisschen einfacher. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel eine Navigationslösung, eine interne. Da kann man, können wir mal kurz zeigen, hier ganz normal, wie ihr das von anderen Navis auch kennt, kann man hier einfach eine Straße eingeben. Ich gebe hier mal was ein, was hier in der Nähe ist. Pinneberger Weg. So, zack. Ja, fahr bitte. Und dann hat man hier halt eine richtig schöne große Vollkartennavigation. Und ja, natürlich kann man auch die Maschine koppeln. Das ist hier die Anzeige mit der Reifendruckkontrolle. Das geht nur, wenn der Motor an ist. Irgendwie auch ganz praktisch. Dann haben wir hier Ganganzeige, Geschwindigkeit. Was ist das denn hier? Ein Kompass? Ein Kompass. Das ist typisch Amiland, ne? Ja, ja. Also es gibt hier wirklich tausend Sachen. Das sind hier meine Kontakte. Die müsst ihr jetzt nicht sehen. Es gibt natürlich auch ein Radio. Und das sind die Einstellungen. Und hier wird es dann richtig witzig. Hier kann ich Fahrersitz und Beifahrersitz die Sitzheizung einstellen. Das kann ich aber auch zum Glück über haptische Tasten machen. Die zeigen wir euch gleich mal. Heizbare Griffe gibt es natürlich hier auch, kann man auch in 1000 Funktionen einstellen, Anzeige, Helligkeit. Das sind die drei Fahrmodi, Regen, Standard und Sport. Hier kann man die Vorspannung einstellen, hier seht ihr den Fahrer, Beifahrer und den Beladungszustand. Also das ist echt völlig irre, hier die Traktionskontrolle, na, die lassen wir mal lieber aktiviert, die kann man auch ausstellen. Und dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, das Fog Light einzustellen. Dafür gibt es hier auch nochmal so einen separaten Taster. Das kann ich natürlich auch machen. Also Leute, das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Was es auch gibt, ist natürlich die Möglichkeit, hier sein Handy zu koppeln. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht allzu sehr. Wir haben mal hier die Indian-App installiert. Und da werdet ihr sehen, das Ganze ist auch schon gekoppelt hier mit meinem Smartphone. Und... ja, hier stehen auch die Sport Chief, die haben wir beim letzten Mal gemacht. Aber da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, das würde viel zu lange dauern. Hier gibt es auch eine Navi-Lösung, Fahrtenaufzeichnung, Community-Funktion und so weiter und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr umfangreich, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch die Hälfte vergessen. Aber ist auch wurscht, wir machen jetzt mal hier einen kleinen Halt und gucken jetzt gleich mal die Stereoanlage an. Ja, das hier ist der Taster für die Sitzheizung. Beifahrersitz, genau. Wärmer und kälter. Und dann wollten wir euch nochmal die Anlage zeigen.
vielleicht gehst du noch mal auf das Cockpit. Und dann habe ich hier halt den Laut- und Leise-Schalter. Jetzt ist gerade keine Musik hier, das ist natürlich ein bisschen langweilig. Gehen wir mal hier hin. So, und dann haben wir hier tatsächlich Zwei-Wege-Lautsprecher. Und das kann man richtig laut machen. Ich mache das mal wieder aus. Und das soll tatsächlich auch während der Fahrt, das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, so bei Tempo 100 soll man hier noch richtig was hören können, irgendwie, was ich auch total cool finde. Außerdem sind hier hinten beim Beifahrer, da sind jetzt noch keine Lautsprecher drin. Hier kann man aber auch noch welche reinbauen lassen. Das, ja, ja, 16, ne? 16 Lautsprecher kann man hier irgendwie verbauen. Also ich weiß auch nicht, hier vorne kann man auch welche reinbauen. Weiß ich, wenn ihr schon mal eine Indian Elite gesehen habt, bei Powersport Nord steht da auch eine, das haben wir eben gesehen, da sieht man hier auch ganz fette Lautsprecher. Das ist schon irre. Was wir auch nochmal zeigen wollten, sind hier diese beiden Klappen. Hier haben wir jetzt gerade den Schlüssel. Die Maschine hat ja Keyless Ride, also Keyless Go. Dann haben wir da mal reingeschmissen. So, jetzt müsste Volker mal auf die andere Seite gesprintet kommen. Hier gibt es nämlich auch noch eine Klappe. Und was ich hier ganz schick finde, ist, dass es da dann auch noch gleich einen USB-Ladeanschluss gibt. Hier gibt es natürlich auch noch einen Anschluss für die Batterieladung. Kann man das jetzt gerade sehen? Ja, ne? Das ist wirklich sehr praktisch, ne? Da muss man nicht irgendwie an die Batterie ran, sondern einfach hier Stöpsel rein und aus die Maus. Also, ja. Also das ist schon wirklich, wie gesagt, ich habe gerade das Gefühl, wir haben die Hälfte vergessen. Aber so ist es so mal, wir wollen das Video auch nicht allzu lang machen. Der Jörg von Powersport Nord, der hat mir auch im Vorfeld hier dieses Tests die Bedienungsanleitung als PDF geschickt. Ich glaube 230 Seiten oder so. Also ja, also das ist wirklich, da hat man wochenlang Spaß mit, bevor man das alles sich einmal ausprobiert hat. Aber muss man ja auch nicht alles auch am ersten Tag machen. Beleuchtung der Indian Pursuit. Wir haben vollumfänglich LED-Beleuchtung und für das Tagfahrlicht müssen wir die Zündung bemühen. Dann starten wir und da haben wir natürlich einmal das normale Abblendlicht. Dann haben wir hier die Lichthupe, geht alles wunderschön. Interessant, die Zusatzscheinwerfer, wunderbar, Blinker und die Warnblinkanlage, sehr schön. So, Beleuchtung hinten. Da haben wir einmal die integrierten Blink-Rückleuchten und Bremsleuchten. Und sehr schön zu sehen hier auch, wenn man zum Beispiel blinkt, kann man das noch relativ gut unterscheiden. Bei manchen Motorrädern ist das nicht so, aber hier sehr gut. So, liebe Leute, Probefahrt Teil 1. Ich bin Dietmar und das ist die Indian Pursuit Dark Horse. Dark Horse, schwarzes Gerät. Ja, was für ein Gerät. Gerät passt jetzt in diesem Falle mal richtig, die Bezeichnung. Das ist echt ein Gerät. Ja, alles in schwarz hier. Sehr stylisch. Aufsteigender. Volker ist ja unsere kleine Ballerina, der schwingt immer sein Beinchen hinten rüber. Das kann ich irgendwie nicht, da würde ich mir sofort einen Krampf holen. Oder einen Beinbruch, schlimmstenfalls. So, was ich noch sagen wollte, hier beim Display, das habe ich vorhin vergessen, man kann hier auch über Apple CarPlay sein Smartphone anbinden. Jetzt haben wir leider kein iPhone dabei, sondern nur Android-Smartphones, insofern können wir euch das nicht zeigen, aber Apple CarPlay kennt ihr ja alle, Android Auto geht leider nicht. Ja, wie sitze ich? Ja, Leute, das ist irgendwie... Schrankwand-Feeling, würde ich mal sagen. Also diese Front hier, ich weiß gar nicht, wenn es regnet, ich glaube, das merkt man, spürt man gar nicht, kriegt man gar nicht mit. Wenn es mal regnen sollte, dann ja, regnet es halt, aber interessiert mich dann wahrscheinlich herzlich wenig auf diesem Motorrad. Lenker, das sieht man ja auch hier, ne? So weit nach vorne gezogen, weit zum Fahrer geneigt. Man muss die Arme gar nicht lang machen und dann diese, diese riesigen Trittbretter. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Schalthebel auch relativ weit vorne, Bremse auch. Der Sound. So, jetzt seht ihr ein kleines Problem. Das hatte ich schon bei anderen Testberichten gelesen. Die Scheibe, wenn sie hoch ist, zumindest diese jetzt, ist quasi genau in meinem Blickwinkel. Also ich gucke auf den Rand der Scheibe. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geglückt. Deshalb, upsala, mache ich sie mal runter. Ja, dann wird es schon besser. Boah. Alter. Ja, der Motor nennt sich ja Power Plus V2.
Und jetzt weiß ich auch warum. Hier habe ich übrigens immer eine Ganganzeige. Das finde ich ganz gut. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal die Navigation anmache während der Fahrt, kann ja mal sein, dass ich die irgendwie nutze. Dann habe ich oben immer diese Instrumente, diese klassischen Instrumente, die mir eigentlich das anzeigen, was ich gewohnt bin und was ich auf jeden Fall immer sehen will, nämlich Geschwindigkeit, Drehzahl und ja eben die Ganganzeige, gefahrene Kilometer und die Restreichweite zeigt er mir hier auch an. Super geil. Also das ist wirklich herrlich mit diesen beiden analogen Instrumenten. Und ja, Blick nach hinten ist auch super, muss ich sagen. Oh, der Sound, alter Schwede. Also das sind ja hier die Serienschalldämpfer. Ich glaube, es gibt auch eine Castec-Anlage. Aber würde ich jetzt mal spontan sagen, braucht man gar nicht. Gut, die kann man jetzt nicht aufmachen. Aber die... Oh, Alter! Ist das geil! Und vor allem diese Kraft am Hinterrad. Das fühlt sich ja an. Also die hat halt ja knapp 180 Newtonmeter. Und genauso fühlt sich das auch an. Oh, ich fahre schon über 100. Das geht auch schnell hier bei dem Ding. Also achtet mal auf die Drehzahl. Ich fahre jetzt 2,5. Ja, und das Ding fühlt sich total wohl. Ich fahre 90 im fünften Gang mit 2,7 sind es jetzt. Und der Motor meckert überhaupt nicht. Fühlt sich richtig wohl. Also das ist echt so ein Drehmomentmonster. Das kann man, glaube ich, so auf den Punkt bringen. Da spielt es überhaupt keine Rolle, wie sie oben raus dreht oder sowas. Will man nicht mit dem Ding. Also ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, allgemein, wie fühlt sich das an? Also ich erinnere noch, ich weiß noch, als wir irgendwie das erste Mal bei einem Indienhändler waren, das ist ja auch schon wie 5, 6 Jahre her, da bin ich mal so eine Chief oder eine Challenger oder was, also auch so ein Schiff gefahren. Und ich weiß nicht, da hat der Händler mir damals gesagt, Dietmar, setz dich mal rauf. Das ist gar nicht so, wie es aussieht. Die sind total wendig, die Dinger. Also Leute, wie so häufig, sie sind vielleicht wendiger oder sportlicher zu fahren, als man das vermutet. Ja? Weil wenn man sie von außen anguckt, dann denkt man ja, um Gottes Willen, hoffentlich überlebe ich diese Fahrt. Aber sie sind natürlich nicht wendig, sind sie nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Das sind echte Schiffe, das ist auch nichts für Fahranfänger. Also ich stelle mir gerade vor, ja, dass da so ein Neuling sich draufsetzt. Also der würde, glaube ich, sofort umkippen mit dem Ding, mindestens. Und wenn nicht Schlimmeres. Also das ist nichts für Fahranfänger, das muss man mal ganz deutlich sagen. Aber ich glaube, wer 35.000 Euro oder mehr ausgibt für ein Motorrad, ist auch kein Fahranfänger. Kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie gewendet kriege, das Ganze. Und das ist auch so eine Sache, ne? Das macht man nicht einfach so, wie beim Naked Bike, ich wende mal eben, sondern da guckt man sich genau an, oh Gottes Willen, wo bin ich hier? Ja, wobei es geht schon, ne? Wollen wir jetzt auch nicht übertreiben. Es geht natürlich alles, klar, aber ist halt ein Schiff, um es auf den Punkt zu bringen. Was ich erwähnenswert finde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, wie ich hier sitze. Ich sitze so super bequem. Das ist dieser Sitz, das ist so ein Lederding irgendwie. Mega komfortabel. Super geil. So, dann kommt aber gleich eine Kritik. Was wird das jetzt? Okay. Und zwar muss ich leider tatsächlich sagen, dass ich die Bremsen auch nicht ausreichend finde. Also natürlich bremst die Maschine. Aber obwohl das hier eine Brembo 4 Vollkolben-Festsättelzange-Anlage ist, bla bla bla, mein Gott, ich bin aber auch heute durcheinander. Radial verschraubt und so weiter, eigentlich alles auf dem Datenblatt, alles tippitoppi. Aber obwohl das so ist, muss man hier ganz schön reinsemmeln, wenn man hier eine vernünftige Bremsleistung haben will. Also das ist alles andere als eine Zwei-Finger-Bremse. Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt euch interessiert oder ob ihr sagt, ja Mann, ist doch kein Sportmotorrad, das ist doch egal, bremsen tut sie doch, natürlich bremst sie. Aber ich finde gerade bei so einem Schwermotorrad wäre das eigentlich ganz schick, wenn man so eine echte Powerbremse hätte, die auch gut dosierbar ist und so. Und das ist hier einfach nicht der Fall, das muss man ganz deutlich so sagen.
bremst jetzt mal hinten. Oh, die ist aber überraschend gut. Da kommt das ABS. Okay, alles klar. Hinten ist die Bremse überraschend gut. Jetzt mal beides zusammen. Okay. Ja gut, okay. Also dann relativiert sich das ein bisschen. Aber wie gesagt, vorne hätten sie ein bisschen mehr. Ja, oder ich weiß auch nicht. Ein bisschen mehr ist jetzt falsch ausgedrückt. Hätten sie, glaube ich, eine andere Stilema oder so ranschrauben sollen. Schon wieder sagt Dietmar Stilema. Egal. So, jetzt nochmal zum Motor. Ich gebe hier mal Gas. Oh! Oh Mann, Leute. Nochmal. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich muss das nochmal betonen. Es ist eine völlig andere Erfahrung, ob man ein Motorrad, was über 400 Kilo wiegt, beschleunigt oder so eine leichte Maschine. Das fühlt sich hier an wie so ein Powertrain, wie so ein, ja, womit kann man das jetzt vergleichen? Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen Düsenjet, aber das, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber wie so ein Panzer mit 1000 PS irgendwie, so fühlt sich das an. Also ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber es ist irgendwie geil. Nicht so geil ist, dass mein Helm heute beschlägt alle 2 Sekunden. Wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt bin. Ich hoffe, ich schnaube auch nicht zu sehr wieder. Natürlich wieder eine kleine Erkältung, wie das immer so ist. Ne? So, ein Glück, dass ich nicht überholt habe. Guck, da kommt nämlich gerade einer. Aber danach kann ich überholen. Oh Mann, Leute, ist das geil. Ja, Wahnsinn. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist wieder mal so ein Video, wo wahrscheinlich nicht rüberkommt, wie sich das anfühlt hier im Sattel. Glaubt mir, das ist eine ganz eigene Welt, hat mit normalen Motorrädern, die wir sonst so fahren, relativ wenig zu tun. Muss ich eigentlich hier rein? Ich glaube ja. Und es ist eine Erfahrung, ja. Gut, okay. Ich höre mal auf. Volker will nachher auch noch ein bisschen was zu euch erzählen. Insofern, ja, soll es das mal gewesen sein von meiner Seite. Auf Wiedersehen. Jetzt kommt die Technik. So, Technik der Indian Pursuit Dark Horse. Wir haben vorne eine Upside-Down-Gabel mit einem Standrohrdurchmesser von 41 mm. Diese Maschine hat einen Federweg von 130 mm und vorne eine 19 Zoll Felge mit so herrlich gefrästen Alu-Gussfelgen. Sieht richtig, richtig krass aus und dann sitzt natürlich vorne auch der Indianerkopf drauf auf dem Fender. Das ist ganz schick. Ja, Reifen, aufgezogen ist hier von Metzler der CruiseTech und der Reifen vorne hat die Dimension 130-60. Bremsanlage kommt von Brembo, das ist eine radial verschraubte 4-Kolben-Bremssattel-Anlage auf einer 320er Doppelscheibe. Und ja, dann gehen wir mal nach hinten, das ist jetzt hier alles natürlich durch die Koffer so ein bisschen verdeckt. Muss Volker jetzt mal ein bisschen zaubern. Hinten haben wir ein Monofederbein von Fox. Hier kann man die Federvorspannung elektrisch verstellen. Das zeigen wir euch. Ah, nee, das haben wir euch ja schon gezeigt. Genau, das habt ihr schon gesehen. Und hinten haben wir eine 16 Zoll Felge mit einem 180er Reifen. Federweg hinten 114 mm. Die Maschine hat eine 2-Arm-Schwinge. Und ja, jetzt zeigen wir euch nochmal den Motor. Das ist natürlich hier ein echter Block. Erinnere mich optisch auch so ein bisschen an so einen Big Block V8 irgendwie. Das ist natürlich ein V2. Power Plus nennt Indien dieses Triebwerk. 1768 Kubikzentimeter Hubraum, flüssigkeitsgekühlt. Und ja, früher war das ja so, dass diese dicken V2s irgendwie nur so 60, 70 PS hatten. Die Zeiten sind lange vorbei. Wir haben hier 122 PS bei 5.500 Umdrehungen. Und trotzdem noch ein Drehmoment von 178 Newtonmeter bei 3,8. Also das ist echt, ja, das ist echt ein Kraftwerk. Vmax habe ich jetzt gar nicht gefunden, ehrlich gesagt. Spielt aber auch, finde ich, bei 170 oder so soll die, glaube ich, abgeregelt sein. Bei 170 kann man mal ausprobieren, kann sein, ja. Volker fährt nachher sowieso nochmal auf die Autobahn mit euch, kann er das mal auschecken. Aber ehrlich gesagt, finde ich, spielt das auch nicht so eine große Rolle. Das ist ja nun keine Sportmaschine, insofern scheißegal. Ja, 22,7 Liter Tank. Die Maschine hat ein 6-Gang-Getriebe
und einen Riemenantrieb. Und was wir euch auch noch mal zeigen wollten, sind hier, ja, Indy nennt das eine manuelle Klimaanlage. Also Klimaanlage finde ich ein bisschen gehetzt, aber wir können es ja mal zeigen. Wir können hier die Klappen öffnen. Das ist einfach, ja, dann geht hier halt die Klappe auf und dann kommt halt ein bisschen Frischluft an die Knie und an die Beine. Und das Gleiche haben wir auch oben. Ich weiß gar nicht, ob Volker das jetzt so gut eingefangen bekommt. Ich mache sie hier auch mal auf. Ja, kannst du das filmen? Ja, also da haben die sich schon so ein paar Gedanken gemacht. Und ja, als nächstes zeigen wir euch mal gleich die Koffer. So, das Wichtigste an der Maschine sind ja eigentlich, finde ich, die Koffermöglichkeiten, die Möglichkeiten, das Gepäck mitzunehmen. Das zum einen erstmal, um die Koffer aufzukriegen, das ist hier so eine schöne, wie beim Automobil, so eine Zentralverriegelung, die man hier, ne, klickt, kann man das öffnen. Und dann öffnen wir mal so ein Köfferchen hier. Ja, das ist alles gut verarbeitet, relativ geräumig, auch nicht klapprig oder so, schwungvoll zuzuschlagen. Und hinten haben wir nochmal 130 Liter, war das so, nicht, nee, Didi? Insgesamt. Ach, insgesamt, stimmt, das sind auch nicht 130, aber es passt hier sehr gut in Helme rein. Es sollen angeblich zwei Stück reinpassen, das würde wohl auch passen, wenn man den zuklappen würde. Und da ist dann nochmal eine 12 Volt Steckdose drin vorhanden, das Ganze ist mit Filz ausgekleidet. Kann man hier auch wieder mal schön rausnehmen. Also es macht alles einen sehr guten Eindruck. Das ist nicht irgendwie flatterig schön mit Gummidichtungen versehen. Da wird auch kein Wasser reinlaufen. Das haben sie schon wirklich sehr gut gelöst. So, Beschleunigung von 0 auf 100 mit der Indian Pursuit. Wir sind im Sportmodus und bei 1 geht's los. 3, 2, 1. Holla, holla, holla. Erstmal schön Traktionskontrolle, ne? Am Anfang. Und dann geht der Motor aber doch, muss ich sagen, sehr, sehr zügig. Richtung 6, also der ist doch ganz schön drehzahlwillig, muss ich sagen. Das habe ich am Anfang gar nicht so empfunden. Doch, der geht locker bis über 6. So bei 6,3 wird er langsam unlustig, aber das macht er richtig geil, finde ich. So, Freunde, wir kommen zum Durchzug von 60 auf 100 im fünften Gang. 2, 3, 5 und los. Oh. Ja, das dauert eine ganze Weile, aber es ist irgendwie auch nicht so das, worauf der Motor richtig Bock hat in dem unteren Drehzahlbereich. Das merkt man ihm dann doch an. Also, ich würde sagen, Leute, lasst ihm etwas Drehzahl. Ab 2 fühlt er sich wohl. Start zur Probefahrt Teil 2 mit der Indian Pursuit. Ja, Leute, das hier ist ein echtes Monumentalbike. Ich muss es wirklich so ausdrücken. Denn vor einem, wenn man hier sitzt, tut sich erstmal diese große Wand auf. Und ja, es ist schon respekteinflößend, muss man ganz ehrlich sagen. Weil diese Riesenfläche, die suggeriert natürlich auch, oha, das ist ja ein Riesenteil, das wird sich bestimmt ganz schwer fahren lassen. Und dem ist zum Glück aber nicht so. Kupplung ist schön leichtgängig, also was heißt leichtgängig? Für so einen großen Motor ist es relativ leichtgängig. Ja, für meine Freunde Blinker ist selbst rückstellend, sehr schön. Und ach, das ist eine Sitzposition wie auf dem Sofa. Man ist hier richtig schön bequem untergebracht. Es beschlägt hier heute mein Visier. Ein bisschen Luft machen hier. So.
Und ja, man fühlt sich sehr, sehr gut untergebracht. Spiegel muss ich noch mal so ein bisschen fein justieren. Geht auch. Sehr schöne Rücksicht. Ich sehe so eigentlich fast gar nichts von meinen Oberarmen. Und ja, die Fahrt beginnt, die Eindrücke beginnen. Ja, wir haben hier ein E-Gas. Der Motor geht sanft ans Gas. Und wenn ich so mal in den unteren Drehzahlbereich reingehe, weiß gar nicht, warum das Visier so beschlägt heute. Also auf 1,5 sollte man ihn nicht runterkommen lassen, das mache ich wirklich nicht besonders gerne, aber so, sagen wir mal so um die 2000, das findet er richtig gut. Da geht es bei ihm dann auch zur Sache, da kommen wir in Gang, da werden wir Freunde, sehr schön. Ja, und dieses Gefühl, ihr seht das schon, das Ding, das schaukelt so ein bisschen wie so ein Hafenschlepper, das provoziere ich natürlich jetzt, weil es Spaß macht, das fühlt sich viel leichter an, als dieses Gewicht des Motorrades das vermuten lässt. Also, ja, man merkt einfach, das ist eine Maschine, die für die Strecke gebaut ist, für lange Entfernungen. Du sitzt da einfach sehr, sehr, sehr komfortabel drauf und ja, vermittelt ein Gefühl der Sicherheit. Es kommt einem nichts irgendwie so vor, als wenn es durch das hohe Gewicht bedingt irgendwie gefährlich werden könnte oder unangenehm, überhaupt nicht, in keiner Weise. Auch auf Landstraßen wie dieser sehr, sehr angenehm. Ich komme mal zu den Bremsen. Ja, da muss ich schon richtig ganz schön reinlangen, aber wirklich richtig stark reinlang. Der Reifen wimmert um Gnade. Hinten geht die Bremse relativ gut, das ist aber auch klar, weil wir relativ viel Gewicht hinten auf der Hinterhand haben. Da lässt es sich dann natürlich meistens auch relativ gut bremsen. Wollen wir mal hier drehen. Ach, da muss man schon, es ist wirklich einiges an Gewicht, was man da in der Kurve herumzirkelt. Aber es geht. Bisschen das Ding lang gemacht, mit der Bremse hinten gebremst und schon geht's los. Und ja, habt ihr gemerkt, es dreht hinten auch schnell durch bei Feuchtigkeit. Und der Motor geht aber auch sehr spontan ans Gas, also mit einem satten Sound schiebt er die ganze Fuhre voran. Und oh Mann, was liegt hier alles noch von der Landwirtschaft der Straße? Muss man schon echt vorsichtig sein. Ja, ich würde sagen, so bis 5000, da fühlt er sich wohl. Alles, was da drüber ist, ist eigentlich völlig unwichtig, denn das ist nicht das, warum man mit der Maschine fährt, um die auszuwringen. Aber man ist tatsächlich auch relativ schneller unterwegs, als man darf. Das ist auch ganz interessant, weil durch diesen guten Windschutz, den man hier hat, und die Scheibe, die man relativ hoch stellen kann, kriegt man eigentlich von dem ganzen Geschwindigkeitsrausch relativ wenig mit. Die Scheibe schützt einen sehr gut und ich werde nachher nochmal auf die Autobahn gehen. Ich denke mal auch, dass hier bei etwas höheren Geschwindigkeiten sehr effektiv sein wird. Ja, Federelemente sehr, sehr soft, finde ich. Gabel vorne sehr komfortabel, auch hinten sehr, sehr angenehm. Auch gerade so Schlaglöcher oder Bodenwellen, die man zwischendurch mal hat, die werden sehr schön sanft abgefedert. Also ja, man merkt einfach, der Schwerpunkt liegt hier ganz eindeutig auf komfortablem Reisen, muss man einfach so sagen. Die Trittbretter,
Ja, klasse. Könnte man sogar eine Schaltwippe hier unten links eigentlich machen. Die vermisse ich so ein bisschen. Bei so einem Motorrädelchen würde ich mir eine Schaltwippe wünschen. Aber sei es drum. Und ja, oh, herrlich. Die Griffe heizen so ein bisschen die Handflächen auf. Wunderbar. Die Sitzheizung, die habe ich eben auch angemacht. Sehr schön. Ach, Leute, ich fühle mich richtig wohl auf dem Ding. Oh, ich drehe noch eine kleine Runde, glaube ich, bevor wir hier den Anker werfen. Ja, das Geräusch natürlich so ein sattes Blubbern. Es ist nicht übermäßig laut. Ist präsent, aber nicht zu laut. Sehr angenehm. Ich bin ja für so freundliche, fröhliche Lebensäußerungen. Beim Zwischengas geben merkt man wieder, dass das E-Gas so ein bisschen zäh ist. Ja, so im Leerlauf, also fast im Leerlaufbereich, wir fahren ja jetzt relativ langsam, hört man ein bisschen so ein mechanisches Motorgeräusch, also nicht, dass es sich kaputt anhört, aber es hört sich so ein bisschen nach Landmaschine an, verschwindet aber sofort, sobald man ein bisschen schneller fährt und den Motor auch unter Last setzt. Ja, das Ding geht hinten richtig runter beim Beschleunigen. Wie so eine schwere Motorjacht, die man so aus dem Hafen heraus unter Dampf setzt und dann setzt sie sich majestätisch in Bewegung, den Bug hoch erhoben. Kommen wir nochmal zu einer kleinen Autobahnfahrt. Ja, die Domäne einer solchen Maschine ist ja eigentlich das Strecke machen. Möglichst erholt am Zielort ankommen und auch zwischendurch wirklich völlig entspannt fahren zu können. Das probieren wir einfach mal aus. Wir gehen mal hier ein kleines Stück auf die Autobahn, gucken auch mal, wie das mit dem Windschutz ist. Ja, wir fahren jetzt so gerade, seht ihr, 100. Ich habe die Scheibe mal ganz nach oben gestellt. Das heißt, es ist relativ schön ruhig hier hinter der Scheibe. Ich stelle die mal runter. Ja, man merkt schon, die Verwirbelungen nehmen schon zu. Der Kopf wird so ein bisschen hin und her geschüttelt. Das wird natürlich jetzt mit steigender Geschwindigkeit zunehmen. Deswegen werde ich die Scheibe wieder ganz hoch stellen. Und schon herrscht Ruhe. Wir haben hier übrigens keinerlei Teillastruckeln oder sowas bei der Maschine. Auch was Vibrationen anbelangt, ist so ein leichtes Pulsieren, so ein ganz feines Pulsieren. Bei solch großen Einzelhubräumen eigentlich eher ungewöhnlich, aber haben sie echt gut hingekriegt. Ja, Tempomat funktioniert auch richtig schön. Wunderbar. Ja, und jetzt ist sie gedrosselt. Ein Tacho knapp 180. Dann läuft sie genau in den Begrenzer und das ist auch gut so. Weil ihr schon seht, es geht so ein leichtes Rühren um die Hochachse, um die Maschine. Das ist wahrscheinlich dem Topcase geschuldet hinten. Ja, also es bringt so einfach Unruhe ins Fahrwerk. Also die optimale Reisegeschwindigkeit, die liegt so bei 130. Das ist eine sehr schöne Geschwindigkeit. Da sitzt man wunderbar geschützt hinter der großen Scheibe. Auch was hier die Knie und die Beine anbelangt, die werden sehr gut geschützt hier vorne durch die großflächige Verkleidung. Und ja Leute, ich muss zugeben, ich habe die Sitzheizung angemacht, ich habe die Griffheizung angemacht. Ich muss heute einfach mal das Warmduschprogramm haben. Ja Freunde, das soll es mal von meiner Seite aus gewesen sein, noch mal einen kurzen Eindruck von der Autobahn bekommen zu haben. So Leute, Kollegengespräch zur Indian Pursuit Dark Horse. Wir sind übrigens immer am Saubermachen die ganze Zeit. Ja, das ist die schwarze Farbe, also du bist ja nur am Putzen.
Ja, Volker hat gerade gesagt, er ist heute echt mal froh, wenn wir die Maschine heil wieder zurückgegeben haben. Das verstehe ich auch, weil das ist echt, das ist was anderes. Ne, als naja, naja, vor allem ist es so die Witterungsbedingungen heute. Wir haben echt richtig feuchte Straßen hier mit viel Laub drauf. Da kannst du auch nicht einfach richtig Stoff geben. Das ist ein bisschen scheiße auf Deutsch gesagt. aber es ist halt so. Und du hast so eine Menge Eisen um dich rum. Ja. Also du merkst es auch einfach beim Rangieren, wenn du auf der Straße wenden willst. Das ist so... Es ist halt schwer. Ja. Es ist einfach schwer im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und dafür kann die Maschine aber nichts. Und um auf die Maschine zu kommen, ich finde die richtig geil, muss ich sagen. Ja, allerdings. Mir hat sich das erst gar nicht so richtig erschlossen, als ich die ersten Kilometer gefahren bin, weil ich noch sehr, sehr konzentriert war und mich auch nicht entspannen konnte. Aber die ist so komfortabel. Ja. Und also top gefedert, super Sitzposition. Man sitzt auch extrem comfy hier, ne? Auch als Beifahrer. Als wir eben diese 360 ist doch klasse. Oh, das ist herrlich. Du sitzt da echt so mit Armlehne hier, ne? Und also das ist so eine richtige Maschine, um richtig Kilometer zu schrubben, finde ich. Ja, ja. Ich glaube auch, genau, wenn du damit zu zweit so lange Strecken fährst, dann würde ich, glaube ich, lieber Beifahrer sein sogar. Ja, das könnte sogar sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man hinten drauf einknackt. So. Ne? Wenn du nicht von der Musik irgendwie... Nein, die ein Nuller lässt. Ja. Aber also das ist schon echt, also wirklich eine extreme Maschine. Von A bis Z ist sie extrem. Sie ist extrem groß, sie hat extrem viel Power. Sie ist extrem bequem, sie ist extrem schwer, extrem schwer zu rangieren auch. Also Anfänger, forget it, ne? Das ist gar nichts für euch. Ja, das kann man wirklich vergessen. Wollen wir mal vielleicht ein paar Kritikpunkte anbringen? Also ein, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Ich finde die Kupplung relativ... Ja, es geht eigentlich, aber die Bremse fand ich irgendwie nicht, die Bremse, nicht stark. Sagen wir mal, da muss man ganz ehrlich sagen, die Bremse ist für so ein Fahrzeug ist sie nicht... ja, komisch, ne? Die ist sehr, sehr schwergängig. Ja. Und man vermisst vor allen Dingen auch diese feine Dosierbarkeit. Ja. Man vermisst diese feine Dosierbarkeit, dass du merkst, jetzt fängt gleich das Rad an zu blockieren. Das hast du hier einfach nicht. Ansonsten... Na gut, beim Rangieren mag man natürlich einfach... es gibt ja zum Beispiel bei BMW diese Rangierhilfe rückwärts. Rückwärtsgang hat sie nicht. Genau. Genau. Das finde ich auch das komisch. Das finde ich auch so ein... Putz. Das finde ich auch so ein... es ist auch ein kleines Manko. Genau. Da muss man sich auch beim Parken, kann man ja schon einfach hier sagen, parken, muss man sich schon ganz genau überlegen, wie man es hinstellt. Aber hallo, nicht der Klassiker irgendwo, ne? Nee, das stimmt. Also klar, die kriegst du rückwärts nicht irgendwo. Also wenn es ein bisschen bergab geht, kannst du vergessen. Aber das Gute ist ja daran, du kannst hinten, hast du massive hier Möglichkeiten anzufassen. Da können immer ein paar helfen. Ja. Also ich muss jetzt auch noch mal einen Satz sagen. Ich bin ja nicht so ein typischer Fahrer für solche Art von Motorrädern. Aber Leute, ganz ehrlich, ich bin völlig begeistert von dir. Ja, das stimmt. Also, das ist so, weil es ist so die pure Unvernunft. Und es ist... dieses Zusammenspiel zwischen Gewicht und diesem V2 mit diesem massiven Drehmoment, das macht mir einfach Spaß. Ja. Ich glaube, diese Maschine mit einem schwächeren Motor wäre kacke. Nee, das muss einfach so sein, dass dieser Powermotor drin ist. Genau. Vor allem, ich finde es auch ganz interessant, mir ist es erst gar nicht so aufgefallen, aber du kannst ihn ja doch richtig ausquetschen. Ja. Du kannst ihn bis über 6,5 drehen, das macht er ohne Probleme. Und ich finde, der läuft auch relativ vibrationsarm. Mhm. Für so ein Triebwerk mit so einmal großen Einzelhubräumen läuft das Ding wirklich. Ja. Ne? Ich meine, knapp 1,8 Liter ne, auf zwei Zylinder, das ist schon irre. Ist nicht wenig. Nee. Sie hat auch einen Zahnriemenantrieb, das haben wir, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch schön bequem. Doch, hattest du erwähnt, aber trotzdem. Ja? Achso, muss man nicht. Kette ölen, nächstes Fahrzeug, guten Tag. Aber wie gesagt, also sie ist, vielleicht ist es auch noch ein Nachteil, sie ist halt so vollgestopft mit Technik und irgendwelchen Features, dass man nicht, also hier ist nicht draufsetzen und losfahren. Nee, es erschließt sich einem nicht sofort. Man muss sich mit der Maschine wirklich beschäftigen. Genau. Das ist einfach so. Auch so hier das Touchscreen. Also die Bedienung finde ich eigentlich ganz okay, aber es ist einfach diese schiere Anzahl an. Leute, das ist kein One-Night-Stand, das ist eine Dauerbeziehung. Genau, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ja, genau. Aber ist schon geil. Ne? Also ich meine, über den Preis brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist natürlich out of range für die meisten. Logisch, ne? Genau. Also ich würde nie im Leben 36.000 Euro für ein Motorrad ausgeben. Dafür machen kaufe ich mir nicht. Ein Auto. Ja. Aber es gibt halt Leute, denen ist das vollkommen egal. Und das ist ja auch gut so. Ja, und man muss ehrlicherweise auch sagen, das ist bei den Wettbewerbern ja auch nicht natürlich anders. Natürlich. Ne? Die sagen, scheiß drauf, ich will so eine geile Karre haben. Also selbst eine Goldwing kostet 30. Ja. Ne? So, und da, so weit bist du dann auch nicht mehr davon entfernt. Ja. Und das ist schon sehr, sehr speziell, sehr exquisit. Ne? Mhm. Also damit bist du irgendwie King of alles, würde ich mal sagen. Ne? Fast wahrscheinlich. Ist schon geil. Ja, fällt dir noch irgendwas ein? Ich glaube... Mir fällt überhaupt nichts mehr ein. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ne?
Wir gehen aus dem Bild, ne? Ciao. So. Bisschen frisch, ne? Liebe Leute, das war unser Test zur Indian Pursuit Dark Horse Einlog, dass wir sie in einem Stück hier wieder abgeben konnten bei Powersport Nord. Powersport Nord ist der Indian Händler in Hamburg, also im Großbereich Hamburg. Hier steht sie halt als Vorführer. Ja, und kann tatsächlich Probe gefahren werden. Man glaubt das ja kaum. Wenn ihr euch auch mal diesen Traum erfüllen wollt, kommt hier mal vorbei. Hier stehen natürlich auch alle anderen Indians. Schöner, großer Laden. Lohnt sich eigentlich auch mal nur so, um vorbeizukommen und zu gucken. Und ja, Garantie bei Indian, das sind 5 Jahre, 2+3. Also 2 ist vollständige Gewährleistung und die 3 Jahre danach auf die wichtigsten Teile, ne? Motor, Rahmen und so weiter. Genau. Eigentlich geil. 5 Jahre Garantie. Mhm. Habe ich auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Serviceintervalle sind ja, sagst du mal. 1000 Kilometern, dann nach 4000, dann nach 8000 und dann alle 8000 einmal zum Service. Oder einmal pro Jahr. Genau. Genau, Wettbewerber haben wir auch mal uns Gedanken gemacht. Da gibt es tatsächlich ein paar. Ich habe zuerst gedacht, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber doch, es gibt welche. Volker, erzählt mal. Einmal würden wir die BMW R18 Transcontinental dazu nehmen. Ja. Dann die BMW K1600 Grand America. Genau. Ja, ich finde auch die passt besser, finde ich. Honda Goldwing Tour. Auf jeden Fall. Wobei ich finde die Zweizylinder eigentlich passender bei BMW, weil es halt auch eine Zweizylinder ist. Recht. Obwohl ist es egal, bei Goldwing ist wieder eine 6-Zylinder, ne? Ist scheißegal. Und ja. Einmal die Harley Road Glide Limited. Genau. Das sind alles Maschinen, die auch lustigerweise auch über 30.000 Euro kosten. Genau. Also günstig wird es nicht, Leute, die sie hier kostet, die ja 35,8, sagten wir eingangs schon. Das ist einfach so, ne? Also wenn man sich für so ein Monument entscheidet, da darf man jetzt auch nicht irgendwie auf den Euro gucken. Das ist das richtige Wort dafür, es ist ein Monument. Ich glaube, die Klientel, denen ist es auch scheißegal, ja, ehrlich gesagt. Ne? Also, ja. Ja, wir hatten jedenfalls jede Menge Spaß hier heute. Grüßen euch aus Appen bei Pinneberg bei Hamburg und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.